Multikult FM. Diesmal nicht aus dem gläsernen Studio in der Maheinicke Markthalle, nein, sondern direkt vom roten Teppich auf der Berlinale. Heute Abend befinden wir uns im Hotel Maritim. Hier findet nachher die deutsche Schauspielerpreisverleihung statt. Der BFFS ist der Bundesverband der Film- und Fernsehschauspieler und rollte dieses Jahr zum ersten Mal den roten Teppich aus. Viele prominente Schauspieler ließen sich dieses Ereignis nicht entgehen und erschienen zahlreich, wie zum Beispiel Steffi Kühnert, Milan Peschel und Katja Riemann. Auf der Bühne glänzte das sympathische Moderatorenduo Antoine Monod Jr. und Stephanie Sigwan-Hees. Das Besondere an diesem Preis? Schauspieler zeichnen Schauspieler aus. Ulrich Nöten über den Verband und den Preis. Dem BFS wünsche ich ohnehin alles Gute, weil es ist mein Dachverband, die sich einsetzen einfach für die Arbeitsbedingungen der Schauspieler. Die Arbeit ist für einen Schauspieler ungemein wichtig und ich bin den Leuten, die das machen, wahnsinnig dankbar. Das andere ist der Preis. Ich wünsche diesem Preis einfach eine großartige Zukunft. Und erst wahrscheinlich die nächsten Jahre werden zeigen, was für ein Gewicht dieser Preis haben wird. Aber ich bin fest davon überzeugt, ein Preis von Schauspielern für Schauspieler hat ein ganz besonderes Gewicht. Warum gibt es keine Preiskategorie für Schauspieler, die aus Hartz IV rausgekommen sind? Das ist eine gute Anregung. Werden wir vielleicht nächstes Jahr machen. Nein, wir haben von vornherein vorgehabt, über den Tellerrand zu gucken. Und haben deswegen ja auch diesen Ehrenpreis eingerichtet für Menschen, die uns unsere Arbeit ermöglichen. Denn es gibt sehr viele, die sie uns unmöglich machen gerade. Aber es gibt auch welche, die sehr dafür kämpfen, dass wir unsere Arbeit machen können. Die verstehen, dass wir proben müssten, was Schauspieler brauchen. Untersuchen wir jedes Jahr eine Person. In diesem Jahr haben wir jetzt Bernd Neumann dafür ausgewählt, weil er sich ja generell für den deutschen Film einsetzt. Aber in Zukunft muss es nicht unbedingt ein Prominenter sein. Also wir wollen auf jeden Fall Leute ehren, die uns helfen. Den Nachwuchs- und Überraschungspreis erhielt an diesem Abend die bezaubernde Alina Levschin für ihre Darstellung in Kriegerin. Der Film spielt im rechtsradikalen Milieu und zeigt das Leben einer jungen Frau und aggressiven Rechtsaktivistin. Ich hatte natürlich auch schon vorher einen Blick drauf, aber der war einfach noch nicht so scharf. Und dass es eben so eine Problematik ist und wie stark sie ist und wie ausufernd und ja, und dadurch finde ich es toll, dass damit einfach so eine Diskussion losgegangen ist. Dank des Filmes und leider auch der Sachen, die passiert sind, die gerade immer noch aktuell sind. Vom Nachwuchspreis zum Ehrenpreis für das Lebenswerk ging es direkt zur Schauspielerlegende Katharina Thalbach. Der Laudator Detlef Buck beschrieb sie als die Marilyn Monroe des Ostens. Dankeschön. Frau Thalbach, Sie wurden ja heute für Ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Fühlen Sie sich jetzt alt? Ach, nein, überhaupt. Also natürlich fühle ich mich alt, aber ich habe mich schon mit 15 alt gefühlt. Und dann fühlt man sich wieder, ich weiß es nicht, also ich habe kein Gefühl wirklich fürs Alter. Also wenn Lebenswerk heißt, dass damit Schluss ist, dann wäre ich jetzt beleidigt. Aber das heißt es ja überhaupt nicht. Ich empfinde es als eine Riesenehre, weil es eben wirklich ein Kollegenpreis ist. Weitere Auszeichnungen als beste Hauptdarstellerin und bester Hauptdarsteller erhielten Petra Schmidt-Schaller und Stefan Koth, der es sich nicht nehmen ließ, in Maske den Preis entgegenzunehmen, um danach sofort wieder im Berliner Ensemble als Maggie Messer auf der Bühne weiterzuspielen. Nach der Preisverleihung ist vor der Preisverleihung. Was wird nächstes Jahr kommen? Nächstes Jahr sind noch mehr Schauspieler da, die Musik machen auf der Bühne. Auf jeden Fall, wir werden die Kategorien nicht ausufern lassen, aber wie ich schon am Anfang sagte, für komödiantisches Spiel und noch für eine kleine Rolle Überraschungen schaffen. Wir wünschen uns natürlich, dass vor allem alle unsere Mitglieder dabei sein können. Das war für uns natürlich der Wermutstropfen, aber wir wollten das Baby überhaupt erstmal zur Welt bringen und nächstes Jahr, wenn es ein bisschen krabbelt und läuft, dann hoffen wir, dass alle dabei sein können. Es war ein wunderbarer Abend. Die Preisverleihung ist nun vorbei. Es wird jetzt ans Buffet gegangen und getrunken und gefeiert. BFFS hat sich sehr viel Mühe gemacht. Es war einfach ganz toll und ein wunderschöner Abend. Also dieser Preis muss weiter erzählt werden. Das muss weitergehen. Dieses Baby muss groß und stark werden. Dieser Preis muss ein wichtiger Preis werden. Danke.